So, Kamisch doch. Wenn er die Tournee noch gewinnen will, dann muss er aber jetzt mittern. Da muss er weit gehen. Da muss er ganz weit runter gehen. Und nein, schafft es nicht. Schafft es nicht. Er ist zumindest mal zufrieden mit dem Sprung. Aber 131 Meter, das ist zu wenig. Da wird er jetzt gleich auf die Anzeigetafel schauen und ein Erwachen bekommen, dass das nichts mit einem Protest heute wird für Kamil Stoch. Und demzufolge dann auch wieder ein paar Pünktchen verlieren wird. Ja, von wegen gut machen? Nein, dann werden es über 20 sein auf die Spitze. Aber wer die übernimmt, das ist noch offen. Simon Ammann führt nach Oberstdorf. Aber Morgenstern und Dietert haben im ersten Durchgang schon gepunktet. Also, das wird auch für den kleinen Schweizer ganz schwer, diese Führung zu verteidigen. Wellinger bleibt vorn. Stoch ist Dritter, Kasai Zweiter.